Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Wir sind hier in den unteren Räumen und da ist der Schmidt-Schlüssel. Der alte Annie hat seinen Schlüssel wieder auf den Konsolen liegen lassen. Diesem ist es dazu da, dass ich ihn zurückgebe beim nächsten Treffen. Wir sollten seinen Spind mit Dandy Boy öffnen oder sowas vollstopfen. Dann wäre er vielleicht nicht so vergesslich. Ich habe gerade keine Lust, diesen Text vorzulesen. Ah, okay. Da sind noch Chips drin, ein Fernwartungsterminal. Sofern notwendig, können Stromregulierungsmaßnahmen von dieser Station aus eingeleitet werden. Gebrauch nur bei Notfällen empfohlen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten. Kontrolle dieser Station übertragen. Das haben wir irgendwas. Christine deutet auf sie, dann unruhig auf die Tür und macht danach eine Zielbewegung. Sie scheint zu zögern, sich der Tür zu nähern. Ich kann das System von hier aus umgehen. Sie sollten das Terminal dort drüben nutzen können. Christine nickt dankbar, dann schaut sie zum Terminal, dann zu ihnen, lächelt und zeigt mit dem Daumen nach oben. Kommst du hier ohne mich zurecht? Sie nickt, dann deutet sie auf ihre Hand und bietet ihre an. Nimm ihre Hand. Sie hält sie, schaut ihn kurz unverwandt in die Augen, dann drückt sie leicht ihre Hand und lässt sie los und lächelt leicht. Wir stehen das durch. Sie kneift entschlossen die Augen zusammen und nickt ein letztes Mal. Sie haben Christines extra Der Glockenturm. Hier aktivierst du die Gala-Veranstaltung. Ganz schön weit oben. Aber du findest schon einen Weg darauf. Ja, ja. Wir nehmen mal den Knopf nach oben. Sehr schön. Aktenschränke, was haben wir denn da? Ach, Chips. Ah, okay. Aua. Sind wir hier nicht richtig? Wo muss ich hin? Gala-Veranstaltung aus. Dann gehen Sie zur Gala-Veranstaltungskontrollkonsole auf der Spitze des Glockenturms in Salida del Sol. Ach Gott. Okay. Jetzt müssen wir uns ganz allein dadurch kämpfen. Na wunderbar. Aber ich glaube, die Wolke scheint hier ja wenigstens weg zu sein. Haben wir ja irgendwie gemacht. Verdammt, ich habe immer noch nicht genügend Chips. Aber irgendwas war da noch mit zurückgeben, oder? Nee, okay. Ah, okay. In diese Richtung also weitergehen. Die Wolke ist zwar immer noch da, aber sie ist weniger. Casino. Immer wieder schön. So. Ich laufe hier einfach mal durch mit guten Speichersequenzen. Vielleicht, ne? Oh, Salida del Sol ist da schon. Das ist schön. Da kommen wir nicht durch, also müssen wir hier durch. Ach, guck mal, wir können doch gerade was kochen. Hier, Geisterblick? Nee. Okay. Ja, dann machen wir jetzt halt den Geisterblick. Ach komm. Floors have tief. Naja, gut. So, wie komme ich jetzt? Dahin. Nein. Das mache ich nicht mit. Geld und Nachklammer. Das ist der Hammer. Okay, wie? Komme ich da jetzt genau hin? Ich bin fast da.
muss nur irgendwie zu Bristol Sol Nord kommen. Ach, nicht schon wieder. Oh, Gottes Willen. Oh Gott. Oder wer? Ja, wir sollen auf die Bombe, ne? Ja. Können wir nicht. Okay, das bringt halt gar nichts, auf die Bombe zu schießen, ne? So, dann halt mit dem automatischen Gewehr so, komm. So, okay. Ja. Nicht geworfen? Natürlich! So. Nee. So. Ich würde gerne mal... Ah, was soll das denn? Wo? Wo? Na, da oben. Natürlich. Da ist eine weitere Falle. Boom. Freude, Freude, Freude. Hammer, 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 Hammer. Hammerartig, einzig, unglaublich hier. Ich weiß ja auch, dass du übertrieben bist, aber warum bist du nicht geblieben? Ja, Hammer. Ich verliere einfach viel zu viel Leben dadurch. So. Sehr schön. Nein. Okay, where we are. Da ist der Glockenturm, der ist ja ziemlich abgelegen. Oh, nur ein Pfeil. Na dann. Ach, komm. Ich hab irgendwie... Wo? Was ist das denn mit diesen ganzen Fallen, ey? Oh, da ist noch einer. Ach, komm, ey. So viele Stimpaks habe ich gar. Ich habe ja auch noch eine Art Tasche. Ja. Habe ich. Absolut. Jetzt kann ich mich nicht mehr heilen oder was? Was soll denn das? Komm, ey. Muss ich ja mit den verkrüppelten Beinen hier langlaufen. Die Krise, Mann, ey! So. Wir sind nicht jetzt lock. Fragt ihr den? Das ist mir gerade egal. Ich habe gerade echt keinen Bock gerade.
Nix, wofür brauche ich denn Redex hier, bitteschön? Eine Milliarde Falle? Falle, ne? So. Ich glaube, es ist immer noch hier richtig. So, weitergehen. Damit ich noch mehr hier... Sehr gut. Campagna del Sol. Ja, ne? Kein Gang hoch. Scheiß dreckigen Mistgeburten. Ganz im Ernst. Die machen halt null Bock. Wenn das so weitergeht, gehe ich hier einfach gleich mit TGM durch. Und dann macht es halt am meisten Bock wahrscheinlich immer noch. Richtig unnötig. So eine Milliarde Dinger davon aufzustellen. Einbalsamierungsflüssigkeit. Aha. Ja, natürlich. Was hat das jetzt gebracht? So, hi. Ja, wir sind hier oben. Und ich bin verkrüppelt. Jetzt abgestürzt ist, ne? Mann, ey! Was soll denn das? IGN minus 100 von 10. Untermenschen DLC. Ganz im Ernst. Wie unnötig ist diese dreckige Kacke dann, bitteschön? Das Ding nicht aktivieren oder was? Was soll denn die Kacke, Mann? Ich kann es nicht aktivieren, ist kein Ziel da. Ja, wow, super, hammer, geil, mega, super, geil. IGN minus 1 Milliarde von 10. Ich gucke jetzt, wie ich das hier überspringen kann. Jetzt ist das mir zu dumm. Thank you.
Vielleicht geht das damit. Nice, wenn das nicht geht, nice. Spieltipps hat er richtig geil gemacht. Oh.
Geschafft, ne? Spiel ist der Hammer. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas, den beschissensten DLC auf der Welt. So, und unsere Aufgabe ist es heute, die Gala-Veranstaltung auszulösen. Das haben wir gehen bis zum Sierra Madre Haupttor. Was machen wir? Auch ganz schnell und simpel, weil ich halt einfach gerade keinen Bock habe, diese scheiß dreckige Welt. Deswegen ist mir auch gerade ganz komplett egal eigentlich. TCL ist einfach, ja, stößt ein tolles Signal aus. Kann das ruhig, ist mir relativ egal. Ihr seht ja, wie da halt schön laufen muss hier. So, müssen wir da hin? Überhaupt? Ne, ist es zur Villa. Ah ja, okay. Gut. Ja. Können wir hier die Leitern eigentlich nutzen? Ne, können wir nicht. Okay. Wollte mal nur so wissen. So. Padam, padam, padam. Gran Pandano. Ah! Einfach ruhig bleiben. Einfach ganz ruhig bleiben. Und TCL nutzen. Dann geht das schon. Ich habe einfach nämlich gerade keinen Bock mehr auf das DLC, auf die Villa hier. Das fuckt mich richtig ab schon. So, ich mache das Ding jetzt einfach nur noch zu Ende und dann war es das halt. Ja, schön. So. Wo müssen wir hin? Hier hin. Okay. Perfekt, gehen wir doch mal dahin. Dieses Tor führt direkt zum Sierra Madre Casino. Wenn Sie einmal drin sind, können Sie vielleicht nicht mehr zurück zur Villa zurückkehren. Möchten Sie fortfahren? Ja. Oh, alle tot. Ist das schlimm. Da
da hat schon einige mitgenommen, glaube ich. So, die Bestie erledigen. So, was müssen wir denn genau tun? Schaffen Sie sich Zugang zum Schaltkasten des Casinos und stellen Sie den Strom für den Rest des Sierra Madre wieder her. Was? Aufgewacht! Du da drinnen, kannst du mich hören? Es gibt Energieschwankungen. Notstrom. Du bist drin. Gut. Dachte schon, es wäre dein Ende. Nur leider haben deine Freunde auch einen Weg hierher gefunden. Es hat sie umgehauen. Genau wie dich. Was los war? Das Sicherheitssystem hat dich erwischt. Es reagiert auf Fremdes oder Radioaktives. Betäubt den Besucher und schafft ihn woanders hin. Die alten Aufnahmen sorgen für Überlagerungen. Die Gäste, die hier gefangen wurden. Schalte den Lärm ab. Das Casino hat deine Freunde woanders hingebracht. Könnte von Vorteil sein. Oder auch nicht. Wollen sie dir helfen? Oder dich töten? Da du jetzt im Inneren bist, sollte mein Signal durch die Lautsprecher kommen. Willkommen im Sierra Madre, in seiner ganzen Pracht. So war die alte Welt sogar noch kurz vor dem Bombennagel. Sieh dich ruhig um. Wunderbar. Seine Gäste sind alle tot. Ist auch besser so. Diese Stille. So sollte es in der Mojave auch sein. Also, das Casino schläft. Es gibt noch abgesperrte Orte. Unerreichbar. Aber wir schaffen das schon. Vertrau mir. Wir müssen es nur aufwecken. Mhm. Das freut mich ja sehr. Eine Haarklammer. Habe ich keine Lust drauf. So, Rezeptionisten-Terminal. Was haben wir denn da? Holographische Sicherheit aktivieren? Nee, auf Musiksteuerung zugreifen? Theater-Hintergrundmusik abfragen. Kein Zugriff. Kein Zugriff. Kein Zugriff. Schade. Da müssen wir ins Casino erstmal, ne? Ja. Aha, das ist diese Sicherheit, ne? So. Du bist hier von Vergangenheit umgeben. Nur wenige haben sie bisher gesehen. Und niemand wird sie je wiedersehen. Ich habe hart gearbeitet, um so weit zu kommen. Es gibt mir, was ich brauche, bevor ich es verlasse. Und es wird mich immer wieder willkommen heißen. Now, look for a way to wake this ghost up. Remind it. It's got guests. Aha. So, das ist jetzt diese Sicherheit, diese Hologramme, von denen ja mal schon mal geredet wurde. Wo müssen wir genau hin? Aha. Oh Gott. Sie greifen an! Okay, ich glaube, ich bin raus. Perfekt. Na, wunderbar. Was? Die Tür ist wegen des Gasdecks hermetisch versiegelt. Wenn Sie die Verriegelung der Tür überbrücken, wird es Ihnen nicht möglich sein, sie bis man ihn zu öffnen, bevor sich die Gasventile geschlossen und sich um den Dock gekümmert haben. So, erstmal hier. Anmerkung nahe, das ist. So. Was haben wir denn hier? Hologrammsicherheit, Dank. Nein. Rock? Okay. So. Naja. Na, wunderbar. Ich will nicht wissen, wo. Eieiei. Es wird immer schneller hier. Immer gefährlicher.
Och, jetzt kann ich da auch nicht hin. Unfassbar. Ich dachte gerade schon, ich hätte hier so eine, wieder so einen Gasschwall gesehen. Na, wunderbar. Ah. So gehen die. Aber wenn ich nur an denen vorbeigehe, ist ja nicht weiter schlimm. Was haben wir hier für ein Terminal? Aha. Ich lese jetzt auch nicht mehr vor, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will das einfach nur noch hinter mich bringen, dieses Ding hier. So. Fischmonig. Wodka. Na, es war auch ein Schlüssel. Aha. So, constructed. Nee. Person, okay. Avoided. Okay. So, was können wir damit machen? Wir haben irgendeine Tür, Schloss entriegelt. Aha. Oh Gott. Ja, komm. Ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Verschaffen Sie sich Zugang. Ja, schön. So. Warte mal. Da war ein automatisches Gewehr. Das muss ich doch noch mitnehmen. So, gut, das haben wir. Danke. Dass du dich freiwillig hier runter begeben hast. So. Ich würde gerne wissen, ob ich überhaupt irgendwo hin kann. Nee, ich muss hier schon richtig sein. Da wohl nicht. Casino Sicherheitskennwort, okay. So. Nichts zu tun. Es scheint, als hätten diese Sprechanlage nach all der Zeit ein paar Macken. Aha. Achso. Hä? Das hätten wir. Wo müssen wir jetzt hin? Links und dann rechts, okay. Ich speichere mal schnell. Die Dinger können ja nicht wirklich gefährlich werden. So, links und rechts. Das war doch hier, ne? Nee. Was ist das nicht? Habe ich dieses Ding schon mitgenommen? Weiß ich gerade gar nicht. Das ist doch alles ekelhaft. Das braucht alles einen Schlüssel, Mann. Unfassbar. Was soll denn das? Ey.
So, hat aufgehört zu piepen. Wo ist hier? So, ein Traum. Du hast ihn wachgerüttelt. Sehr gut. Sendefrequenzen. Von überall her. Was muss ich jetzt machen? Ja, diese boah, verfluchten Aufnahmen. Tote Echos, die Frequenzen überlagern. Das Sicherheitssystem des Casinos wird heruntergefahren. Die Automaten und Spielprogramme starten. Womöglich kann man noch ein Schnäppchen machen. Vielleicht findest du ohne die Sicherheit was Brauchbares. Geh zurück ins Foyer, wenn du dich umgesehen hast. Und wir kümmern uns um deine Freunde. Naja. Mich auch. Das Casino ist aufgewacht. Es beobachtet uns. Sehr gut. Was ist mit deinem Team los? Sind scheinbar... Lässt Casino brennen. Kein Meerschein. Vielleicht lässt das Casino brennen. Kein Meerschein. Den Schlüssel habe ich. Ich komme mir gerade vor wie ein Speedrun, aber ich habe auch echt null Bock auf das DLC gerade. Wo muss ich denn hin? Ach, zur Cantina Madrid. Wo war die denn nochmal? So, Notanks, Notfallwartungsschlüssel benutzen, um die Küche zu betreten. Dieser Idiot hat die Gasventile geöffnet. Ein Funke oder wenn er sein Halsband hochgehen lässt. Und alles geht in Flammen auf, inklusive uns. Schließ die Gasventile oder diese... Danke! Schließ die Gasventile oder diese Idiot... Mhm. Hallo, Windkäfig. Alles brennt jetzt. Ich würde gerne mal... Stimme wird... Ja, das ist mega geil, dass ich so viel machen kann. Die Gasventile oder dieser Idiot bringt uns alle um. Schließ die Gasventile oder dieser Idiot bringt uns alle um. Schließ die Gasventile oder dieser Idiot bringt uns alle um. Ich soll also alle Gasventile. In der Kleinzeit. Weil das ja kein Problem ist. Ich kann... Oder dieser Idiot bringt uns ab. Reicht jetzt, ne? Ja, weil ich so viel Zeit hab, Mann! Ich kann das Play eigentlich jetzt beenden an dieser Stelle. Das war's mit Fallout New Vegas. Wir sehen uns im nächsten Projekt, denke ich mal, gefühlt.
kann halt wenig bis gar nichts machen. Ja, das war's. Bis dann. Tschüss.